Hey und willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Castle. Heute bin ich hier ein bisschen außen am Werke, muss mal gucken, wie wir die Mauer machen. Das Ding hat mir leider nicht so gefallen. Wir werden ein bisschen weiterbauen und auch hier vorne eventuell uns mal an den Drohnensaal ranwagen. In der Hoffnung, das wird ganz gut. Ja. So, legen wir auch schon los. Kleiner Satz von euch wie immer, falls ihr noch nicht wisst, was auf dem Wunschzettel stehen sollte bei euch. Eventuell ist eins meiner Bücher was für euch. Nur so als kleiner geheimer Pro-Tipp oder auch nicht. Lasst euch beschenken, jetzt ist die Gelegenheit. Und dann geht's auch schon los mit dem heutigen Video. So, ich bin hier mal ein bisschen außen rum gekraxelt und wollte mal auch die obere Mauer hier fertig ziehen. Ich hatte gedacht, dass ich von unten eine Mauer habe, die begehbar ist. Und jetzt hier oben am Berg. Eigentlich kommt hier eh keiner drüber. Aber Basti schleicht sich von hier oben beispielsweise an. Mit einem Pferd oder so, obwohl man hier. Der Gedanke ist eigentlich, dass der Berg so steil ist, dass man hier gar nicht drüber kann. Ne? Aber weil es halt Minecraft ist, kannst du eben drüber. Normalerweise wird man hier keine Mauer bauen, aber. Ich werde eine Anti-Basti-Mauer einfach machen. Also so ein kleines, dünnes Mäuerchen, Cobblestone, ein paar Blöcke hoch, werde ich einfach mal machen. Und das hier noch irgendwie mit hinziehen. Ich habe zuerst hier schon was probiert, aber ich baue das nochmal ab, weil das ist irgendwie nicht so schön. Ich werde die Mauer ein bisschen umverlegen und an den. Also hier die Stadtmauer, an die Burgmauer angleichen lassen. Hier haben sie noch ein Pferd, das war glaube ich auch von ihm, hat er dann liegen gelassen. Und zwar, ja, ich würde hier vorne den Ansatz machen, wenn ich hier richtig bin. Ja, das macht vielleicht ein bisschen mehr Sinn und von hier geht es dann runter zu diesem Turm und dann haben wir so eine kleine Ecke. Ich weiß, ich habe ziemlich viel abgerundet, aber, ja, fünf Blöcke oder so müssen wir dann, oder ein paar Blöcke müssen wir dann nach links, kriegen wir bestimmt noch hin. So, machen wir einfach mal ein bisschen was. Der Map her. Ja, dann nochmal einen schräg. Und ich werde die dann noch hochziehen. Ich habe nochmal jede Menge Cleanstone jetzt gebraten und sowas. Das kriegen wir dann auch gleich alles noch verbaut im Thronsaal. Weil das Hauptburghaus muss noch gemacht werden. Hier nochmal. Komm schon. Passt hoffentlich. Und. Hier nochmal. Ja, perfekt. So, und dann kommen wir genau in den in das Burgding hier rein. Von außen können wir auch nochmal abbauen. Sammle ich gerade mal ein. Hat mich ein bisschen übernommen. Der Kreis ist auch zu groß. Es reicht, wenn ich so klein baue. Dann einmal alles mitnehmen. Also ist jetzt noch Stadtmauer sozusagen, aber nicht mehr begehbar, weil ganz ehrlich, hier über die Berge kraxelt eigentlich keiner. Ja, und ich habe ein Cobblestone-Problem. Ich habe eine Cobblestone-Shortage. Ich muss das schon aus der Mine unten rausholen. Weil ich aber keine Steine mehr habe. Gibt's nicht. Ich bin out of stones. Naja. So, aber die Spitzhacke ist auch recht fix. Wir können schnell abbauen. Und wenn ich dann alle Steine wieder habe, dann würde ich sagen, gehen wir an der anderen Seite weiter. So. Ja, ich habe das ein bisschen unterschätzt hier. Okay. Dann hätten wir schon mal diesen Teil. Hallo, ist das richtig so? Weiß gar nicht. Okay. So, diesen Teil hätten wir dann mal. Und. Flupp. Hier müssen wir jetzt die Mauer hochbauen. So eine Art. Ja. Ich werde das aber jetzt nicht komplett machen. Ich werde es noch vorzeichnen. Und ich werde das dann so ohne Aufnahme weiterbauen. Wir gehen gleich mal rüber zum Thronsaal und ziehen da das Gebäude fertig. Das sollte ein viertürmiges, großes Gebäude werden. Ja, was mal wie eine eigene Miniburg an sich auch nochmal aussieht. Und hier vier Türmchen. Und da habe ich auch schon mal die Wände hochgezogen, ein kleines bisschen weiter gebastelt. Schau ich das mal an. Hier, hui. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns da hochschlängeln können. Zunächst mal Crafting Table, die standen auch mal hier oben. Zunächst mal Stufen hier an der Seite. Dann die Deckenhöhe müssten wir noch bestimmen. Und. Ja gut, also an jeder Seite geht es einmal nach oben. Hätte gedacht, im hinten linkeren Turm, oder hinten linken Turm hier, ist, der ist vielleicht nach oben noch ein bisschen größer, sind Gemächer drin, ja. Von dem König und der Prinzessin, also von, ja, eigentlich bin ich ja König dann, ne. Ich baue meine eigene Burg, gut, von mir und meiner Prinzessin. Und, okay. Ich brauche definitiv ein paar Cobblestone Stairs. Plus Cleanstone Slabs. So.
So, ich hoffe mal, dass das hier jetzt von den Materialien erstmal reicht. Geht ihr erstmal nach oben, flip, flip, flip. Immer schön im Kreise und irgendwo hier hatte ich nicht mehr weitergemacht. Achso, ihr wartet, das ging ja schon komplett. Mach ich mal hier drüben weiter. Hier geht's hoch. Flip, und dann wechseln wir jetzt einfach ab. Den, den. Den, den. Den, den. Wendeltreppenmäßig. Also, hier gibt es auch wahrscheinlich noch Wachenwohnungen drin. Eine Küche und so brauchen wir. Und so ein paar kleinere Geschichtchen. Aber ich weiß nicht, ob ich das im Detail noch machen werde. Sondern, Hauptsache, das äußere Gebäude steht erstmal. Könnten wir ansonsten, wenn noch Zeit ist, auf jeden Fall auch noch reinpacken. Die Schlossküche, in Anführungszeichen. Aber die ist ja meistens nur irgendwo unterirdisch. Ne? Dann müsste ich noch. Müsste ich nach unten bauen. Oh Gott. Weiß, ob ich hier noch ein Kellergeschoss ausheben will. Achso, eine Sache, wo ich am Überlegen war. Wenn wir den großen Thronsaal haben. Ich bin am Überlegen, hier so ein. Hier so ein Ding reinzumachen. Und hier auch so ein Ding reinzumachen. Und dass hier gar keine Stütze ist, sondern dass das frei steht und man einfach hier reingeht und dann nach oben läuft. Eventuell wäre das besser von der Raumaufteilung dann her. Also wenn hier ein Thron steht, das stört vielleicht. Also Deckenhöhe würde ich generell hoch machen. Das könnten wir machen. Und ich würde mal sagen, hier fangen wir einfach so rum an. Und den, den. Und dann wendet es sich im Kreis nach oben. So einmal. Ja, geht ja recht fix, bin da gut von den Mauern außen. No, falsch. Okay. Und hier oben wird der Turm etwas breiter. Ich muss mal gucken, wie hoch ich den generell mache. Ich befürchte halt, dass hier hinten so viel, zu viel Stein schon noch im Weg ist. Oder wir machen die Decke extrem hoch. Und, was machen wir eigentlich? Genau, wie hoch machen wir eigentlich die Deckenhöhe von dem Teil? Ich hätte die schon fast extrem hoch gemacht, ne? Also so bis hier, keine Ahnung, bis oben hin auf jeden Fall. Da kann man Kronleuchter noch von der Decke hängen. Und man hat auch viel mehr Platz. Was halt nur schön wäre, ist, wenn wir hier die Treppen nicht drauf haben. Also, dass die irgendwie dicht sind, so, dass man da nicht dran stoßen kann oder hier runterfallen kann. Gut, hier vielleicht schon. Aber dass man, ja. Dass man hier dann nicht runterfallen kann, irgendwie sowas. Da kann man vielleicht ein Holzgeländer an die Seite machen oder so. Und hier oben ist dann halt ganz normal Mauer. Mauer angesagt. So, würde ich einfach mal hochziehen. Genauso wie hier. Und ich weiß auch gar nicht, wir brauchen auch, glaube ich, für die Gebäude hier drin nicht diese Wechseltextur aus den verschiedenen. Also aus Cobblestone, gechiselten Cobblestone und so. Für innen können wir das lassen. Für Außenwände können wir es vielleicht noch machen. Und hier ebenfalls, das ist die Innenseite. So eine Art. Und vielleicht, ja, hier vorne auch. Ich sehe schon, es ist wieder richtig teuer mit Steinen. Aber auf den anderen Seiten ebenso. Also 1, 2, 3, 4. Also hier. Also hier, dann den weg. Und dann haben wir schon mal bessere Übersicht. Ich habe noch Steine dabei. Ja, und hier dann auch. So, ich denke mal, jeder Turm wird recht ähnlich jetzt auch gebaut werden. Es wird auch ein bisschen Gefusel. Gebt mir ein bisschen Zeit, ich baue noch mal ein bisschen weiter. So, wir sind ein Stück vorangekommen. Hab hier ein bisschen rumgeworstelt und gebastelt und das Ding formt sich langsam. Aber wie immer sind hier die Steine ausgegangen. Außerdem muss ich noch so ein bisschen hier die Treppen mal anpassen, weil ich wollte hier oben einen Gang machen. Das passt wahrscheinlich so nicht. Also das eine Treppenhaus muss ich nochmal umbauen und dann gehe ich hier mal kurz hoch. So, ja genau, und hier geht's rüber.
Und zwar sollte man hier entlang laufen können und dann gleichermaßen hier wieder reinkommen. Und ja, ich darf nochmal das Treppenhaus verschieben, sodass wir halt die Stufe 1 weiter oben haben. Naja, kriegen wir unten bestimmt gleich schon hin. So, außerdem, oben kamen Slabs drauf. Natürlich habe ich mal wieder kein Crafting Table mitgenommen. Sieht hier so ein bisschen hoch. Ja, heute wird die Folge auch leider wieder ein bisschen später kommen. Ihr habt ja mitbekommen, Craft Attack startet und ich bin in der Orga-Gruppe ziemlich aktiv gerade eingespannt und bin eigentlich schon eine ganze Weile am Folgen machen, aber ich werde während dem Folgen machen teilweise immer wieder unterbrochen, weil irgendwas Wichtiges ansteht oder irgendjemand mich anschreibt oder ich irgendwo kurz aufhelfen muss und das ist etwas ja, kritisch. Deswegen heute auch wieder nur eine kurze Folge. Ich komme nicht mehr hinterher und auch nicht mehr für mein Leben klar. Dann muss ich irgendwann zwischendurch nochmal einkaufen, Essen machen und kaboom, RIP Sparky. Ja. Das ist aktuell gerade ziemlich stressig und ich hoffe mal, ich werde es durchstehen. Ja, wir wollen ja alle ein schönes Kräftedeck haben. Warte mal kurz. Ja. Ja, okay, eventuell kann ich auch nochmal eine Treppe dann so nach unten machen, die zur Seite geht. Also, das sollte jedenfalls hier die Decke sein. Wir haben einen ziemlich hohen Thronsaal und ja, es wird auch komplett dunkel sein. Hinten ist ja logischerweise Erde, ich kann da kein Fenster reinmachen, dass das Licht von rechts und links über den Thron reinscheint. Würde ich erstmal so nicht machen. Dann flubber ich einmal rüber und setze auch hier nochmal ein bisschen die Wände nach oben. Schwubbel die Schwupp. Oder so. Ne, sagt mal Joe. Joe sagt mal Schwupp. Oder so. Und ich sag mal das, das und das und das und das und das und das. Und da rechtsklick gedrückt. Oder warte mal ganz kurz, habe ich es gerade versaut? Ja, ich habe es gerade versaut. Ja, pass mal auf. Vier Blöcke ist ein bisschen anstrengend. Ich hätte vielleicht gedacht, wie wäre es, wenn wir drei Blöcke machen. In die Richtung so. Also hier natürlich vier, das ist richtig. Aber hier drei Blöcke, sodass wir hier oben einen symmetrischen Gang haben. Weil die Treppe ist ja nur drei Blöcke breit. Ja, zum Glück habe ich Silktouch auf der Spitzhacke. So, und dann bauen wir uns hier hoch. Bauen die Seite mal ab. Und dann hier auch wieder. Na je, ich glaube, ich kann dann noch ein bisschen rumbasteln und finde immer wieder Fehler. Ich habe auch hier noch einen kleinen, irgendwie passt jetzt doch an einigen Stellen wieder nicht. Ich glaube, ich brauche das auch gar nicht hinkriegen, dass das immer mit den Dingern hier läuft. Ich kann jetzt nur Leitern an die Seite setzen, dann kann man auch hochlaufen. Ja, so ein bisschen problematisch hier teilweise. So, aber was wir trotzdem machen sollten, hier oben so eine Fläche, das ist einerseits die Decke für unten und andererseits kann man halt auch hier oben drauf gehen. Ja, also noch großer Platz, wo meinetwegen, weiß ich nicht, muss mal gucken, was wir machen. Ich habe mal gedacht, dass da theoretisch irgendwie ein paar Trainingsdummies oder so stehen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung, was früher im Mittelalter auf Burgdächern war. Nix. Flachdach, schätze ich mal. Egal. So, ich sehe das hier mal so ein bisschen durch. War noch kein Crafting Table dabei. Wer hätte es gedacht? Und ja, das war so das kleine, aber feine Update, was sie inzwischen getan hat. Achso, genau, habe ich eigentlich schon die andere Häuserseite schon gezeigt? Hier drüben die? Ich hatte auch noch hier drüben weitergebaut, damit wir vorankommen. Das war jetzt halt offscreen. Ich habe hier die Häuser zur Hälfte auch schon fertig. Die hatten wir schon ganz und die zur Hälfte. Und wenn das steht und die Burg steht, werde ich hier noch Deko-Ecke, oder was ist Deko? Begrünen ein bisschen und die ganze Base begrünen und dann hier auch noch ein bisschen gucken, ob wir noch was hinkriegen, so ein paar Feinheiten. Und ich möchte es schon schön machen noch. Also ich möchte das komplette Dorf mit allen Sachen fertig kriegen, bis zu einem gewissen Detailgrad. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, ich werde auch mal hingehen auf dem Map und hier diese Knöpfe entfernen, weil, ja, stört vielleicht so ein bisschen, wenn man von oben drauf schaut. Aber ich werde da ein bisschen rumfummeln. Das Problem ist aber auch, wir haben schon wieder so spät und ich bin ständig immer zwischen den Folgen am Unterbrechen, unterbrochen werden und werde hier angeschrieben und da angeschrieben. Ich bin ein bisschen im Orga-Stress. Ich würde deswegen das als kleines Zwischenupdate machen. Ihr seht, die Burg entsteht und ich werde jetzt auch gleich noch in diesem Maße weiterbauen und nebenbei weiter Sachen regeln, wenn ich kann. Und
so weiter und so fort. Hyped, seid jedenfalls schon mal gehypt für das nächste Projekt, was startet dann am Sonntag. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin heute ein bisschen stressed out. Bis zum nächsten Mal, das Krachen und tschüss.